stand die Entscheidung denn fest, dass wir hier so eine Elbphilharmonie hinbauen? Und das Ganze sollte knapp 3 Jahre dauern und 77 Millionen Euro kosten. Der hat überhaupt nicht geklappt, 7 Jahre später waren wir fertig, sprich der Bau hat 10 Jahre gedauert. Wir waren auch nicht mehr bei 77 Millionen, wir waren bei 920 Millionen Euro. Jetzt müssen wir noch wissen, der untere Backsteinteil, den ihr das liegt, ja, der stand auch schon vor 50 Jahren da. Also 920 Millionen, nur die obere Hälfte. Den Backsteinteil, den hat man entkernt, hat da rein ein Parkhaus gesetzt, ja, und dann kommt ihr über die längste gebogene Rolltreppe in Europa, denn dort hinauf auf diese Aussichtsplattform, ja, und in die Glastasten, da haben wir so ein paar kleine Bars und Cafés. Dann hat ihr die 3 Konzertsingle, so ein großer, erstmal ein kleiner Park, ein ganz kleiner, da passen 170 Leute rein. Falsch, wenn du es versuchst, wären wir mal fetzen.